Scharf war das. Nein! Nein, das kann doch nicht wahr sein, da muss er nachladen. Das war knapp. Schnell, Messer sie! Sind sie alle tot? Jawohl. Da unten gammelt noch einer rum, der hier aber nicht hoch kann. Da ist zu, Junge. Oder? Nee, da ist gar nicht zu. Ah, was machen wir hier? Wettrennen! Oh Gott! War das knapp. Erstmal auf die Schnauze. So. Und ich habe was blinken gesehen. Das hätte ich vorhin übersehen. Das hätte ich übersehen. Sehr gut, dass wir hier nochmal auf die Schnauze bekommen haben. Nein, eigentlich nicht. Also mal halt die ganzen Eier, ne? Wofür haben wir sie? Wenn wir sie nicht essen. Ich habe die TMP-Munition nicht verkauft beim letzten Mal, als ich beim Händler war. Und die nervt mich jetzt ein bisschen in meinem Inventar. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist denn jetzt schon wieder? Hier ist eine Schlange. Komm her. Oh Mann. Ich höre aber einen Gegner. Hä? Wie viele kommen denn da? Na gut. Na gut, ihr wollt es ja nicht anders. Ihr wollt es ja nicht anders. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass nochmal eine Ladung von oben kommt. Aber... naja, was soll's. Wir haben doch Zeit. Wir können uns doch Zeit lassen. Wo ist er denn? Da ist er. Ich glaube, die Schlange hat es auch zerlegt durch meine Granate, weil da ein Ei liegt. Sehr gut. Und wir haben noch ein bisschen Energie frei zum Heilen. So, so muss das. Ein Traum. Ein so schöner Traum. Wieso bist du nicht tot? Wieso bist du nicht tot? Wieso wirfst du was auf mich? Schnauze. So, wir sammeln jetzt mal ein paar Gegner ein. Da ist auch noch einer. Hier machen wir den Weg frei. Einmal nachgeladen. So, aufpassen, dass keiner von hinten kommen kann. Ah, mal. Warum springe ich hier wieder runter? Ich habe keine Ahnung. Hier müsste noch irgendwo was zum Einsammeln sein. Mein Gott, seid ihr langsam. Jungs. Lass den Scheiß. Nein, er hat... Oh, oh, oh. Oh. Opa. Oh. Gott im Himmel, jetzt wird's ein bisschen too much für mich. Müssen wir uns ganz flott heilen. Und die dicken Geschütze rausholen. So, Lord Sadler. Da hat wieder einer ist wieder draufgegangen. So. Oh, oh. Zack. Nein. Boah, wie knapp. Hinter uns. Oh mein Gott. Es ist too much. Geht doch einfach mal bitte verrecken. Wie wär's? Da ist auch nur einer. Menschenskinder, du. Ist ja Wahnsinn. Da habe ich mich jetzt ein bisschen übernommen. Fast zumindest. Wir mussten uns leider heilen. Und jetzt wird's dann, muss ich mal aufpassen, jetzt wird's ein bisschen knapp mit der Heilung. Da müssen wir jetzt dann mal ernsthafter spielen. Und lustigerweise kann ich das nicht kombinieren. Dann müssen wir halt nachladen. Sehr schön. Ja, jetzt wird es auch munitionstechnisch ein bisschen enger. Da müssen wir jetzt ein bisschen vernünftiger spielen. Meine Freunde der Nacht. So, eine antike Pfeife. Für Leon die Pfeife. Gott, was für ein schlechter Gag, Alter. Nimm dir bitte einen Strick. Nochmal eine Brandgranate. Optimöse. Da ist eine Schlange. Die hätte ein Ei für uns. Aber ich habe jetzt keinen Bock, eine Schlange zu jagen. Ist da noch einer drin? Nee, der ist schon raus. So, gib mir dein Ei. Dankeschön.
Pistolenmunition. Da ist eine Schlange. Sie... Hallo. Menschenskinder, du mit deinem Buttermesser kannst doch jetzt wohl die Schlange hier toten machen. Jawoll. Wir brauchen Heilung. So. Sehr schön. Jetzt müsste dann gleich wieder eine Cutscene kommen. Jetzt schauen wir uns das Ganze, den ganzen Spaß hier nochmal an. Ich habe extrem viel Sniper-Munition. Also so viel braucht man eigentlich nicht. Weil es gibt nicht so viele Stellen, wo man die benutzen kann. Ja, das ist malig. Ja, dann benutzen wir sie halt einfach mal. Würde ich sagen. Ne? Leon, benutzen wir die einfach mal. Jetzt kommt doch eh Cutscene. Wenn wir hier hochlaufen, sollte eine Cutscene kommen. Da, 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 da. Oh, ein rotes Kräuterchen. Aber ich bräuchte ein grünes. Und kein rotes. Marco Fazzi, da ist ein großes Fisch drin. Ein ganz großes Fisch. Ja, den werden wir natürlich rausholen und dann werden wir den schön auf den Grill klatschen. Mmh, da freut sich Leon drauf. Das wird richtig lecker. Ja gut, für die Vogelnester werde ich jetzt keine Sniper-Munition verschwenden. Das wäre ja, ein bisschen overpowered. So, hier sollten keine Gegner mehr sein. Denn die haben Angst vor dem Fisch. Wie so viele andere auch. Kann man kombinieren. Ich brauche ein grünes Kräuterchen. Ein grünes. Ich hätte die drei grünen nicht zusammen mischen dürfen. Ich hätte sie sparen müssen. Ja, aber hier ist zum Glück ein grünes. Da können wir gleich kombinieren. Zack. Optimöse. Und gespeichert wird auch noch. Geniale Sache. So. Ja, würde ich sagen, machen wir den. Ja, dann machen wir den doch einfach mal platt, würde ich sagen. Knallen wir dem einen von Latz. Bis er nicht mehr kann. Das ist ein Fisch. Ein Fisch, ein Fisch, ein kleiner Fisch. Ich stehe aber nur auf große Fische. Und Gott sei Dank ist hier ein Boot mit Speeren und Seilen befestigt und alles mögliche, ne? Das ist ja optimal für Leon. Mehr braucht er gar nicht. Dann machen wir mal. Go! Yeah! So, er wird erst getriggert, wenn wir in diese Richtung fahren. Wuhu! Da kommt er auch schon, der Lappen. Ach, noch ein Schluck Bier und dann ist gut. Oh ja, das ist ein bisschen großes Tier. Rollercoaster. So, auf geht er. Schön eingehakt. Leon, du bist einfach klasse. Und auch noch an der Schwanzflosse. Optimöse. So, jetzt müssen wir bloß aufpassen, weil die Empfindlichkeit ein bisschen krass ist, wie ich so gerne sage. Aber der Typ sollte eigentlich kein Problem sein, den kriegen wir ganz leicht down. Achtung, na, in welche Richtung? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, es war so klar. Es war so klar. Schwimm um dein fucking Leben, Leon. Na los. Ah, schneller. Ja, ging einwandfrei. Weißt du, er hätte das ganze Boot verschlucken können, der Trottel. Aber er hat sich dann doch nicht getraut, irgendwie. Du Wichser, was tauchst du denn einfach ab?
Oh oh. I'm gonna get ya. Ich weiß, wo du herkommst. Ah, ich weiß es doch nicht. Da ist er. Einfach reingehauen. Noch einer, komm, einer geht noch. Scheiße. So. Oh Mann, ich treffe ihn nicht. Leon, komm, nimm den Speer und ramm ihn in den Arsch von diesem Ungetüm. Und noch einer, jawohl, da spritzt das Blut in HD in unser Gesicht. Super gut, super gut. Jawohl, einer geht noch, oh, voll daneben gebrezelt. Was hat er vor? Was hat er vor? Ich sehe dich, Motherfucker. Ich sehe dich nicht mehr. Auch wenn der See fast durchsichtig ist. Oh oh. Da ist er. Nein. Jawohl. Zweimal reicht schon, das reicht. Der hat eh schon 1000 Speere in sich stecken. So viel kann der gar nicht mehr haben. Dass mir die Speere nicht ausgehen, ist ein bisschen verwunderlich. So, Leon. Oh, wie kam... Wo the fuck wirfst du hin? Wo the fuck? Jawohl, das war's. Da ist er down. Mensch, super Positionierung, Leon. Klasse. Also ich würde mir ja jetzt den Fuß abschneiden und nicht das Seil. Nein, natürlich das Seil. Ganz klar. Aber ich würde es halt abschneiden und nicht drauf hacken wie so ein Vollhorst. Menschenskinder, du machst was mit, ne, Leon? Wenn du wenigstens in einem sonnigen Land wärst, wo du ein bisschen Farbe bekommen würdest, aber nein, schicken sie dich da in so ein Kaff nach Spanien, wo nie die Sonne scheint, weil Spanien ist ja bekannt dafür, dass es immer regnet, immer bewölkt ist. Oh. Ah, so geht's mir auch immer, wenn ich was Falsches gegessen habe. Falle ich einfach um. 82% Genauigkeit. Wir werden immer besser, meine Freunde. Und erstmal schön gespeichert. Genial. Es hat 2 Stunden, 2 Minuten schon gespielt. Super. Und trotzdem noch fast nichts erreicht. Alles klar. Leon, it's been 6 hours since our last transmission. Der arme Kerl muss auch mal schlafen. Don't you mean lonely? Anyway, I started to feel dizzy and then I guess I must have lost consciousness. Lost consciousness? Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Can't say. But I'm all right now. I'm gonna continue my mission. Nee, das ist ja super, dass du jetzt endlich mal weitermachst.